Guten Morgen. Ich bin Dreck. Ich bin bedeutungslos. Es fühlt sich unglaublich gut an. Selbstwertgefühl und Selbstliebe, das ist immer die Grundlage, woran man ansetzt, wenn man Probleme geistiger Natur bewältigen muss. Und es ist oftmals auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Grundlage. Für viele ist sie allerdings nicht erreichbar, Selbstliebe und ein Selbstwertgefühl aufzubauen. Aus psychologischen Teufelskreisen zum Beispiel oder weil man der Wille nicht stark genug ausgeprägt ist, um Veränderungen zu initiieren, obwohl es theoretisch möglich wäre. Und daher möchte ich einfach diesen Menschen und generell für den Überblick über ein heilsames Leben oder über die Gesundung seiner Psyche den Verlauf in Bezug auf das Selbst hin zu einem erleuchteten Leben euch präsentieren. Das beginnt nämlich damit, dass man in erster Instanz sich selbst liebt. Dass man in erster Instanz sich selbst wertschätzt. Um die fehlende Wertschätzung, um das schlechte Behandeln seitens der Eltern, seitens der Umgebung, seitens der Schule, um das zu kompensieren, um wieder eine gewisse geistige Stabilität zu erlangen. Da ist es ja wichtig, dass man ein hohes Selbstwertgefühl hat und auch kein Problem mit der Selbstliebe, sondern dass man sich selbst liebt. So. Nun ist dann, wenn man das erreicht hat, und ich habe mich selbst geliebt, ich habe ein hohes Selbstwertgefühl gehabt, merkt man trotzdem, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht noch weiter. Um wirklich ins Universum aufzugehen, in die universelle Liebe sich zu transferieren und das beliebig jederzeit auch tun zu können, braucht es mehr als Selbstliebe und Selbstwertgefühl. Da braucht es die Tatsache, dass man das Selbst überwindet und dass man sich selber als Teil des großen Transformationsprozesses auch wahrnimmt, nicht nur das Bewusstsein dafür hat, oder die Bewusstheit, sondern dass man es tatsächlich auch spürt, dass man das überwindet, Selbstliebe und Selbstwert. Und das ist sehr, sehr interessant, vor allem für die Menschen, die vielleicht aus einer depressiven Haltung sagen, boah, ich bin nichts wert. Das ist eine große Chance. Es ist eine große Chance, dort anzusetzen, wo die Menschen, die erst ihre Selbstliebe und ihren Selbstwert erarbeiten, um dann dorthin zu kommen, dass sie nichts wert sind, weil sie nicht existieren, dass selbst nicht existent ist, dass diese Menschen, dass man das nutzen kann für sich. Und das sollte Motivation geben. Es ist ähnlich wie mit dem Denken. Das Denken. Ich habe in meinem Verlauf meines Lebens zuerst erfahren, dass mein Denken der Schöpfer der Wirklichkeit ist. Es gibt ein tolles Buch dazu, ich verlinke euch das unten. Dass mein Denken der Schöpfer der Wirklichkeit ist. Und dass ich mit meinem Denken alles steuern kann. Ich kann steuern, ob ich glücklich bin. Und das Buch hat mir total geholfen und ich habe ein ganz neues Leben geführt durch dieses Buch. Aber ein paar Jahre später habe ich festgestellt, dass das nicht das Ende ist. Dass das mich nicht zufrieden macht, indem ich mir alles quasi hinbiegen kann, wie ich das möchte und entsprechend so auch wahrnehme. Sondern es geht einen Schritt weiter, eben hin in die universelle Liebe, in das Verständnis dafür, des großen Transformationsprozesses, der uns zwar bewusst ist, indem wir, wenn wir sterben, dass unser Körper sich auflöst und sich biochemisch wieder, so wie wir das nennen, so transformiert. Das nehmen wir, das wissen wir schon, aber wir spüren das nicht. Und
dann gab es dann eben die Phase, wo ich erkannt habe, dass der Verstand eben nichts ist. Dass der Verstand, das war der erste Schritt, dass der Verstand alles ist, ich kann alles damit machen, aber dann, dass der Verstand nichts ist, weil der Verstand ist, haftet an dem eigenen Ego an. Das ist mein persönlicher Verstand, der da Sachen von sich gibt, was aber letztlich keine Bedeutung hat. Und ähnlich ist es eben auch mit der Selbstliebe und dem Selbstwertgefühl. Am Anfang braucht man es erstmal, um sich zu gesunden, aber dann kommt man eben dazu, dass die Selbstliebe und das Selbstwertgefühl einfach nur ein Punkt auf dem Weg ist, um zu erkennen, dass ein Selbst gar nicht existiert, sondern dass das eine Illusion ist, dass diese Bedeutung, die man sich selber gibt, ja, dass das einfach nur ein Konstrukt unseres Verstandes ist. Und ganz wichtig dabei ist, dieser Zusammenhang, der ist auch vielen Menschen schon klar. Gerade die Menschen, die eine Erleuchtungserfahrung gemacht haben, die werden genau wissen, wovon ich rede. Ja, der Verlust des Selbst. Aber viele, gerade im spirituellen Bereich, machen daraus eine Challenge. Ja, wie weit habe ich schon mein Ego verloren? Ich bin spiritueller als du. Ja, ich bin wirklich einfach jetzt im Moment und so weiter. Und immer wieder scheint ja das Ego durch. Ja. Ich bin spiritueller. Ich lebe im Moment. Ja. Jemand, der wirklich erleuchtet lebt, der wird nie sagen, dass er erleuchtet ist. Daran könnt ihr wunderbar Menschen erkennen, die wahrlich erleuchtet leben können oder wahrlich erleuchtet leben. Denn nicht jeder, der erleuchtet leben kann, lebt erleuchtet. Da habe ich schon mal ein anderes Video dazu gemacht. Also, meine Inspiration an euch ist: Selbstwert, Selbstliebe wunderbar, aber es ist auf dem Weg zur Bedeutungslosigkeit nur ein Meilenstein. Und von daher macht euch nicht fertig, wenn ihr euch nicht selbst lieben könnt und wenn ihr kein hohes Selbstwertgefühl habt, nutzt die Chance, dass ihr euch als bedeutungslos seht, nutzt diese Chance, weil ihr habt einen viel einfacheren Zugang zur universellen Transformation, zur universellen Energie, zur Liebe, als die Menschen, die sich selbst lieben. Lieben in Anführungsstrichen, weil oftmals diese Selbstliebe keine richtige Liebe ist, sondern eine Wertschätzung. Und da steckt eben auch die Gefahr. Ich hoffe, ich konnte euch etwas anregen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare zu diesem nicht so einfachen Thema. Das gebe ich zu. Und wir sehen uns in den Kommentaren.